Schustel Mollat ist frei. Irre, oder? Folgendes, die Sonne, der Sommer, das Wetter. Was? Frei? Sofort? Jetzt? Aber ich habe mein Auto da noch stehen. Leute, es gibt eine Eilmeldung. Gustl Mollat ist frei. Irre, oder? Nach 7 Jahren ging es dann plötzlich doch ganz schnell. Er kommt aus der Psychiatrie raus. Das heißt aber dann auch, dass jetzt da noch ein Platz wieder frei geworden ist. Und ich bin ja dafür, dass man dann Markus Lanz dort einweist. Denn wenn einer verdient hat, ungerechtfertigt 7 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie zu sitzen, dann Markus Lanz. Man fragt sich jetzt allerdings, was machen wir dann mit Cindy aus Marzahn? Tja, was weiß ich. Zu Sumo-Wettbewerben schicken oder so, keine Ahnung, Hauptsache fort. Aber das mit Mostel, Mollat, Mostel, Gustl, Gustl, das mit Gustl, Mollat ist so ein Ding, da würde mich ja auch interessieren, wie ihr dazu steht, eure Meinung. Ich halte mich da bedeckt. Ich fand das nur ein bisschen, dass es ihm echt schwer gemacht wurde gegen Ende, weil er wollte ja mit Gabriele Pauli zur Oper, das spricht nicht gerade für ihn, und dann hat sich auch noch Nina Hagen seiner Sache angenommen. Also es wurde ihm richtig schwer gemacht, aber jetzt ist er frei und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Er ist verrückt, es wurden aber Verfahrensfehler gemacht, das wird jetzt aufgeräumt. Er ist nicht verrückt, es ist tatsächlich ein Skandal und jetzt entwickelt sich so langsam eine Gerechtigkeit und das wird aufgerollt. Oder beides, oder alles, oder gar nichts. Also ich möchte von euch wissen, wie steht ihr zum Fall Mollat? Und vor allen Dingen wird es jetzt interessant zu sehen sein, wie diese Geschichte weitergeht. Was passiert jetzt in Freiheit? Wann gibt es das erste Interview? Wird das bei Markus Lanz sein? Und macht dann, bringt ihm Cindy dann die Getränke? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt werde ich auch schon so langsam ein bisschen kirre. Das war's. Hier, abonniert den Kanal, haltet Ausschau, mein nächstes Video oder eins meiner nächsten Video wird sein, wo ich einen Nervenzusammenbruch kriege, weil ich mich über Google und Android und Handys aufrege und wirklich komplett ausrasten werde. Das wird irgendwann an einem Tag um 16 Uhr kommen. Es wird nicht unbedingt morgen sein, es wird nicht unbedingt das nächste sein, aber haltet immer um 16 Uhr Ausschau auf dem Kanal hier, da gibt's was Neues. Jetzt rede ich viel zu viel, ich gehe jetzt Reifen stechen. Folgendes, die Sonne, ach, es gibt neue Meldungen, Quatsch! Folgendes, die Sonne, Sonne, Scheiße, das Wetter,